zu einem weiteren Pack-Opening mit und von Zalando 7 Games. Es ist soweit, wir bekommen unsere Weekend-Belohnungen und die öffnen wir natürlich. Zusätzlich haben wir noch ein Pack von einer SBC, einer Ligen Nation Hybrid SBC, 12 seltene Gold. Seltene Goldset, 12 Objekte, alle selten, davon sind aber auch Verbrauchsobjekte mit drin, das heißt, sind glaube ich nur ein paar Spieler, 2, 3, aber da kann man natürlich auch was ziehen. Es gibt nämlich was zu ziehen, nicht nur das Team der Woche, was ich persönlich nicht so stark finde, wie ihr schon auf meiner Facebook-Seite gesehen habt, sondern auch die Spieler des Tages. Davon gibt es mehrere vom FA Cup. Wieso jetzt ausgerechnet FA Cup jetzt FIFA sowas rausbringt oder EA? Ja, ne, klar. Ich denke mal, bei so einem Team der Woche kauft ja keiner sich Packs und ja, jetzt haben sie wieder einen Grund. Naja, egal. Soll uns nicht stören. Wir freuen uns drüber. Vielleicht können wir hier so einen Son, so einen Walcott oder so einen Yaya Touré ziehen. Das wäre doch ober nice. Vor allem, weil die auch was wert sind. Und jetzt schauen wir mal, wie weit wir gekommen sind letzte Weekend League. Und wir haben nämlich Gold 2 erreicht, nachdem ich glaube 3 oder 4 Mal jetzt hintereinander, ja okay, auch wegen der Pack to Glory, nicht in Gold 2 gekommen bin, sondern nur Gold 3, haben wir jetzt endlich wieder Gold 2 geschafft. Jetzt am Wochenende habe ich mir eigentlich Gold 1 endlich mal vorgenommen, immer Stück bei Stück, bisschen weiter nach vorne. Ob es funktionieren wird, mal schauen, ob ich schaffe, wirklich das ganze Wochenende wirklich mal mit einem kühlen Kopf zu spielen. Ich habe jetzt gestern am Sonntag wieder gemerkt, wo ich dann wieder ganz locker am Zocken war, wo ich mich nicht über Sachen aufgedrückt habe, lief es richtig gut und so haben wir dann Gold 2 erreicht. Am Ende fehlten uns, glaube ich, doch am Ende noch 2 Siege für Gold 1, aber egal, Gold 2 ist auch schon nice und dafür gibt es nämlich 2 seltene Megasets, das heißt 30 Objekte, alle selten, einen seltenen Goldset. Und ja, also haben wir gleich insgesamt 2 seltene Goldsets zu öffnen und 45.000 Münzen. Die darf man nicht unterschätzen. Es gibt immer die Diskussion Gold 3, Gold 2, was ist besser? Also ich persönlich finde Gold 2 besser, weil da haben wir auf jeden Fall sicher 15.000 Münzen mehr. Und letztendlich bei den 30 Objekten, wo alle selten sind, die bekommt man oder da bekommt man auch viele auch noch gut verkauft im Gegensatz bei normalen Megaset da. Okay, da hat man dann aber noch einen seltenen Premium-Goldspieler-Set oder so mit dabei. Klar, da kann man noch einen Spieler ziehen, aber vor allem bei mir, in meinem Pack-Lack, zieht man eh nichts. Von daher nehme ich lieber sicher 45.000 Münzen, bin qualifiziert für die nächste Weekend League, das ist sehr nice. Wir haben 92.000 Münzen und ja, öffnen dann jetzt mal die Packs. Wir haben 2 seltene Gold-Sets, 2 seltene Megasets. Fangen wir einfach von links nach rechts, gehen wir jetzt einfach mal die Reihe durch und fangen mit dem seltenen Goldset an. Leider kein Walkout, oh nix Besonderes, Benatia. Ja, 83er ist in Ordnung. Jetzt gibt es noch einen kleinen Trading-Tipp von mir, denn derzeit sind die 83er und 84er Spieler sehr günstig. Das bedeutet, falls es, wie wir schon, ich glaube, 3 oder 4 Mal diese Konstellation mit den SBCs, wo man Team der Woche Packs oder Spieler bekommen kann mit SBCs, braucht man immer eine Stärke von 84 und daher sind die 84 und 83 Spieler immer teurer gewesen, als sie auf jeden Fall jetzt sind. Also ich habe mich schon mal eingedeckt mit ein paar 83er und 84er und mal schauen, vielleicht kommt die SBC, wenn sie kommt, dann kann ich A, entweder die Spieler verkaufen oder B, die SBC mitmachen und das lohnt sich dann deutlich mehr. Also wenn man ein bisschen Geld übrig hat, investiert da rein. Ansonsten haben wir hier nichts Besonderes. Verträge, Verletzungen etc., Spielerwechsel, das ist absoluter Mist, das ist nichts wert. Machen wir trotzdem mal drauf. Wappen von Borussia Dortmund, komm. Nehmen wir das doch, packen wir Real Madrid raus. Und mal wieder ein Brasilien-Trikot. Das packe ich auch mal direkt auf die Transferliste. So, zack. Alles hier gerade, die Transferliste ist ja auch schon fast voll. Dann müssen wir den auch auf die Transferliste packen. Und den natürlich auch. Ja, ist klar. Nein, nicht schnell verkaufen hier. Tab wechseln. Ich will auf die Transferliste. Dann packe ich hier einfach ein paar. Ach, nee, so nicht. So nicht. Nächste Seite will ich. So, dann packe ich hier einfach mal. Ich habe hier.
ein paar Bronzespieler. Es gab ja mal diese eine SBC ne, das war letzte Top-Partien. Dann habe ich mir ein paar Bronze-Packs geholt, in der Hoffnung, ein paar von der Hyundai-Liga zu ziehen. Habe ich auch ein paar gezogen. Ich glaube, insgesamt habe ich knapp 6.000 Coins gemacht, weil ich ein paar gezogen habe und die verkauft habe. War ganz nice. Dann bleiben natürlich ein paar Bronze-Spieler übrig. Ja, und wenn die Transferliste nicht voll ist, dann schmeiße ich die einfach drauf. Und ab und zu wird auch einer mal für 150 Coins gekauft. Und ja, das lohnt sich dann auch in der Regel. So, aber jetzt machen wir hier keine Trading-Tipps, sondern Pack-Opening. Das heißt, den packen wir jetzt auch noch auf die Transferliste, die in den Verein. Und weiter geht's. Sofort weiter mit dem seltenen Gold-Set. Ihr habt gerade eben gesehen, was drin ist. Auf jeden Fall auch ein paar seltene Spieler. Und diesmal auch kein Walkout. Auch nichts Großes. Es ist von Marseille der Lassane Diarra. Und dann noch ein Franzose von LA Galaxy. Gamboa ist auch dabei. Ein paar Team Fitness. Ja, wieder einiges für die Transferliste. So, da tauchen wir auch drauf. Ja, das kommt in den Verein. Und jetzt kommen die zwei wirklich interessanten Packs. Seltene Megasets, 30 seltene. Da sind, ich glaube, 7 Spieler mit dabei. Also ich glaube, da habe ich am meisten oder da war die Wahrscheinlichkeit mal am höchsten, dass ich was Gutes gezogen habe bei den seltenen Megasets. Mal schauen, wie es heute aussieht. Also ich hätte schon gerne so ein Spieler des, wie heißt der Spieler des Spiels? Man of the Match Karte. Das wäre schon nice. Das ist schon mal kein Walkout. Aber eine dicke Schnuppe, das ist LM Ribéry nicht. Bei Payet. Oh, das ist sogar noch der Marseille Payet. Der natürlich mit, in Einvernehmen mit seiner, mit West Ham ist er dann gewechselt. Und ist da eigentlich was wert? Gibt es den schon oft? Nein, nein, wie optimal ist das denn? 40k kostet er. Bam! Sehr, sehr nice. Den hauen wir gleich direkt auf die Transferliste. Ich glaube, ich schmeiß den einfach jetzt schon auf die Transferliste. Mal hier. Schöne 36k und tschüss, mit der auch noch schnell weggeht, bevor noch mehr Leute den ziehen. Also das ist richtig nice, endlich, also da hat sich schon jetzt schon fast gelohnt, das Back-Opening. Wir haben auch noch Salah, aber ich glaube Salah ist eigentlich nichts wert, der normale, nee, leider nicht. Ja, ansonsten haben wir Vermahlen, oh, Vermahlen, könnte der was wert sein? Nee, leider auch nicht, okay. Und dann noch viele andere Spieler. Welche Liga? Ne, das ist Schweden. Noch ein paar Trainer. Die Trainer kann ich eigentlich auch alles auf die Transferliste schmeißen. Einfach hier 400. Weil davon bin ich eh schon bei 50%. Wenn ihr Geld machen wollt, achtet auch immer darauf, wie viele Manager ihr habt. Wenn ihr über 50% habt, also an den Verhandlungen, dann macht es keinen Sinn, die weiter im Team zu haben, es sei denn, ihr setzt die ein. Das heißt, könnt dann auch entweder schnell verkaufen oder auf den Transfermarkt schmeißen, dann macht man auch noch ein bisschen mit Kohle. Und dann haben wir hier noch ein paar Positionsveränderungen. Chelsea Heimtrikot, das wollte ich ehrlich gesagt auch mal austesten. Also finde ich nice, ich finde sowieso Chelsea nice, von daher sehr, sehr nice. Dankeschön. Nein, warte. Ich will erstmal das hier noch auf die Transferliste hauen. Und hier das Mexiko-Trikot haben wir auch. Die Transferliste. Und der Rest kommt in den Verein. Also Payet haben wir schon mal getrunken. Kein Man of the Match, aber Payet aus Marseille. Der schöne 40k wert ist. Mann, Mann, Mann. Ach, schönes Back-Opening. Deswegen sage ich Gold 2 finde ich besser als Gold 3. Also, ne? Hat sich schon gelohnt. Jetzt das letzte Pack. Oh, jetzt nochmal so Man of the Match. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, da wird jetzt nichts drin sein. Aber boah, das wäre schon nice. Wäre schon nice. Mal schauen, was drin ist. Pack Opening in 3, 2, 1 und los. Kein Walkout, komm, was Dickes. Oh, eine richtig dicke, das ist ein Inform. Stürmer aus Antalya Sport, das ist der Eto'o 84er. Sehr, sehr nice, Mann.
Geile Scheiße. Ich weiß nicht, wie viel wert er ist, aber egal. Informspieler gezogen, das ist doch geil. Und Keylor Navas. Ist er Keylor? Ich glaube ja, ne? Keylor. Keylor Navas, natürlich Keylor. Haben wir auch noch mitgezogen. Ja, kann ich jetzt nicht gucken. Machen wir eben schnell fertig, denn ich will auch wissen, wie viel der Inform. Ach mein Gott, diese Knöpfe hier liegen alle so nah beieinander. Ich will eben mal schauen, wie viel der wert ist und will euch das natürlich auch zeigen. Hier, komm. Ach, jetzt zack, in den Verein mit dir, du auch hier. Du auch in den Verein mit dir. Du auch, ab in den Verein mit dir. Und nochmal weiter nach links und da haben wir die Objekte und mal gucken, Keller, na was ist der was wert? Ja. Wobei, ich glaube, da war es. Wie viel war das? 4,4. Das ist zum Beispiel auch ein Beispiel. 4,6. Ich kann mich erinnern, in den Welt und der SBCs war ein 85er-Spieler in der Regel um die 10k wert. Das heißt, der ist doppelt so viel wert wie hier. Deswegen werde ich den auf jeden Fall erstmal nur behalten. Und jetzt schauen wir uns nochmal den eToro an. Ja, war abzusehen, das ist eigentlich Abstoß in Form. Aber trotzdem sind auch nochmal 12k, 10k. Da bin ich auch bei diesem Pack unbedingt wieder bei gut 100k wahrscheinlich. Und ja, nett. Nett, sage ich dazu, nett. Was haben wir noch hier so? Bam, bam, bam. Fitnesskarten, Managerliga, hier. Germany, Germany kann hier direkt weg hier. Bap. Spanien, Auswärtstrikot. Diese sehr kreative Lösung. Ist die was wert? Nein, ist sie nicht. Egal, machen wir trotzdem mal hier 300. Oh, ich sehe ganz rechts, wir haben noch ein Duplikat. In Kolumbien habe ich jetzt auch in letzter Zeit, egal, Wappenfahren, ja, Wappenfahren ist klar. Wappentrikots auch öfters mal gezogen. Ist das hier Position? Shishuyen kann weg. Und dann haben wir hier noch als Duplikat der Götze. Wird wahrscheinlich auch nicht so viel wert sein, aber ist auch ein 84er, auch nice von der SBC. Aber ich muss ihn, da ich ihn ja eh habe, muss ich ihn eh auf die Transferliste tun. Wenn ihr euch wundert, wieso hatten der hier, ne, Saudi-Arabien, nö, ganz einfach. Es scheint, als würde bald Al-Somma eine Ligen-SBC kommen von Saudi-Arabien, wo man Al-Somma-SBC-Karte bekommen kann. Ja, und dann, liebe Leute, dann braucht man nämlich diese ganzen Silberspieler hier für die Teams. Und wie ihr wisst, sind Silberspieler öfter mal teuer. Und deswegen dachte ich mir, hole ich mir ein paar für 150 Münzen. Ich hatte ein bisschen Geld über und wusste nicht, wohin damit. Und dann mir, ach, holst du die mal und ja, bisschen mal gucken, ob es klappt oder nicht. Also ich merke schon, das ist eine Folge mit ganz vielen Trading-Tipps. Also, ne? Das ist nicht nur ein Pack-Opening, auch ein Trading-Tipp-Video. Und ja. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Da kommen wir auch schon langsam zum Ende. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und vielleicht auch noch ein paar Tipps, die ihr mitnehmen könnt. Und vielleicht dadurch auch noch ein bisschen Coins macht. Würde mich freuen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns dann im nächsten Pack Opening. Und deswegen sage ich mal, bis dann. Ciao.